Wir sind jetzt schon einige Wochen in der neuen Season und ich, meine lieben Leute, habe eine richtig krasse neue Info für euch. Nicht nur könnte The Final Shape eine so große Erweiterung wie Forsaken werden, sondern es wurden auch Teile eines neuen exotischen Gewehrs gefunden, was ich euch unter gar keinen Umständen vorenthalten werde. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Ellie, aka Knallt rein, und auf diesem Channel dreht sich alles rund um Open World Games. Wenn du also dahingehend nichts mehr verpassen möchtest, dann würde ich mich unfassbar dolle über ein Abo freuen. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen neuen Informationen an, denn da sind einige dabei, die richtig, richtig reinknallen. Viele von euch werden sicherlich ArtStation kennen. ArtStation ist sozusagen, ja, eine Plattform, wo man seine eigenen oder auch unter einer Company halt die ganzen Designs und einzelne Assets teilen kann, woran man so gearbeitet hat. Bungie hat da auch sehr, sehr, sehr viele Artists drauf, die für die Firma Assets gemacht haben, Waffen designt haben und so weiter und so fort. Und jetzt ist etwas passiert, was eigentlich nicht so hätte passieren sollen, denn einer der PlayStation-Artists aus dem Team Malaysia hat einen Post gemacht, wo er gezeigt hat, dass er an, ja, Bungie-Assets und Bungie-Waffen arbeitet. Vielleicht sogar für The Final Shape. Als allererstes, was man dazu sagen kann, ist, an Destiny arbeitet jetzt nicht nur Bungie selbst, sondern auch wieder mehrere Teams von PlayStation, so wie es vielleicht früher bei Activision war. Denn bei Forsaken gab es ja auch sehr, sehr viel Content, der nicht von Bungie selbst kam, sondern von Activision geoutsourced wurde. Das wiederum heißt, dieses DLC wird wieder von vielen weiteren, ja, Teams supported. Und wie gesagt, der PlayStation Malaysia-Account, einer der Artists, hat etwas auf ArtStation gepostet, und zwar, er hat diese Waffe hier gepostet, ja, und hat darunter geschrieben: Exotic Pulse Rifle Gun for Destiny 2. I was responsible for the textures. The model was done by the PlayStation Studios Malaysia Asset Team. Heißt in dem Fall, es ist ein exotisches Impulsgewehr für Destiny 2. Derjenige, der hier das gepostet hat, der war für die Texturen verantwortlich. Die ganze Waffe, dafür war das PlayStation Studio Malaysia zuständig. Nicht nur das, der Artist hat auch noch mehrere Sachen gepostet, die, ja, durchgesickert sind. Der Artist hat nicht nur daran gearbeitet, sondern er hat auch an, ja, Ornamenten für höchstwahrscheinlich The Final Shape gearbeitet, wie dieses hier einmal, und zwar die Destiny 2 Gun, ist ein Sidearm Ornament. Er war nur für die Texturen verantwortlich. Und dann gibt es auch noch einmal von unserem Lieblingsgranatwerfer, gibt es hier auch nochmal ein sehr, sehr, sehr cooles Ornament, wie das so ein bisschen wie Clovis Bray-mäßig Tiefsternkrypta aussieht. Sehr, sehr interessant. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Informationen bekommen. Nicht nur arbeitet das Team an so einem coolen, exotischen Pulsgewehr. Ich bin sehr gespannt, was das Ganze machen wird, wenn wir dann vielleicht in The Final Shape oder in den nächsten Monaten ankommen. Wir wissen ja gar nicht, ob das vielleicht nicht schon vorher kommt. Und ich bin sehr, sehr, ja, mal wieder erfreut, dass ja, an Destiny halt so viel gearbeitet wird und dass es so viele Teams gibt dahinter. Ich bin sehr gespannt, wie The Final Shape wird. Ich habe sehr, ja, hohe Erwartungen, um ehrlich zu sein, weil das muss wirklich sitzen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, vergisst das Abo nicht, bleibt gesund. Peace.